Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal von, ja, ich glaube, man kann es kaum übersehen, Fallout New Vegas. Ich mache die Fallout-Reihe weiter. Ja, es wird natürlich auch irgendwann Fallout 2, Fallout 1. Weiß ich nicht, ob ich das habe. Muss ich mal im Schrank nachgucken. Fallout 2 habe ich auf jeden Fall. Ja, Fallout New Vegas mit allem, was dazu gehört. Allem. Weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Spielstände habe. Kann sein, ich habe das Spiel schon mal gespielt, also nicht blind. Ja, die Helligkeit ist schon relativ gut. Und der Lautstärke kommt mir so extrem laut vor gerade. Die Musik ist eigentlich, habe ich gerade schon eingestellt, aber naja. Wir machen ein neues Spiel. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du es bald?
Vielleicht nieten die Kane ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Ich sage, ne, Tod geht durch den Kopf. Und damit beginnt die Geschichte von unserem Kurier in Fallout New Vegas. Und auch dem ersten Ladebildschirm. Weil wir das ja aus Bethesda-Spielen gewohnt sind. Ja, Ladebildschirme sind besser als in Fallout 3, ähnlich wie in Skyrim, aber auch nicht gut. Nee, wir haben Informationen, die wir ja noch nie gewusst haben. Schöne Bildschirm-Splash-Bilder, keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Mit diversen Werbungen und Plakaten und Trümmern, die schön gezeichnet sind. Das sind bestimmt Konzeptzeichnungen aus dem Büro von Bethesda oder ZeniMax. Ja. Aha. Ja, das sind die DLCs, die wir alle haben. Wir haben ja die Ultimate Edition aufs Ding. Oh, klassisches Erweiterungspaket. Stammeserweiterungspaket. Sie sind wahr. Nach sowas. Meine Güte. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ne? Aber ich glaube, ich bin so ein kleiner YouTube-Kanal. Kann das sein? Ich glaube, ich heiße Mr. Van Wall. Bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Könnte. Vielleicht bin ich ja auch Gronkh. Ich weiß es ja nicht. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. No. Ich bin Doc Mitchell. Willkommen in Good Springs. Nicht unbedingt das, was ich mir für Sie ausgesucht hätte. Aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Naja. Wie habe ich es gemacht? Wunderschön. Ja, ne? Unser Wapco Reflectron. Ja, ne? Kennen wir ja die Charaktererstellung. Weißt du, da arbeitet man jetzt 20, 30 Stunden dran. Um am Ende sich eine Maske aufzusetzen. Ich finde,
bisschen breiter, dann kommt das noch ein bisschen näher. Naja, vielleicht jetzt nicht so breit, aber ich habe doch keine Ahnung. Eigentlich habe ich nicht so eine große Stirn, aber es könnte vielleicht durch die Haare kommen, durch die Frisur. Ach ja, nee, das sind ja nicht die Augenbrauen selbst. Augen, ja, ich passe schon vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Sieht so aus, als wäre er so extrem müde, ne? Kann das sein? Aber, naja, die Nase ist, ja, ist doch toll, die Nase, finde ich. Die Wangen, ist vielleicht nicht so. Wir wollen Deutschland in einem vereinten Europa sehen. Ja. Der Kiefer passt schon, vielleicht noch ein bisschen breiter. Wir machen noch eine blaue Augenfarbe, die schon ist. Ja. Wir sind nicht allzu alt. Nein. Frisur, eigentlich habe ich ja mal diese sanfte Welle. Es gibt noch sauberer Schnitt. Ja, die Tunnelschlangen gibt es auch noch. Den Pompadour, die Sage, Sarge, ich weiß es nicht. Ödländer, ja, das ist ja. Sie ist nicht Ödländer, das ist 7 Uhr morgens aus dem Bett. Halbglatze. Das erinnert mich an irgendeinen Politiker. Kahlkopf, ja, das würde ich sagen. Ist kahl, ne? Überkämmfrisur, da gibt es nicht viel zum Überkämmen. Die sanfte Welle, den Bürstenschnitt, da kannst du direkt zur Bundeswehr mitgehen. In den Zottel, so sehen eigentlich nur Idioten aus, Pterosaurus. Genau dasselbe und hier noch viel mehr. Und jetzt wird es noch ganz schlimm. Die Unruhe, ja, das ist auch 7 Uhr morgens aus dem Bett mit langen Haaren, ne? Gegenwind ist Gronke 10 Jahren. Struwwel, das ist morgens um 6 Uhr aus dem Bett. Und Highweiser ist abends um 3 Uhr nachts ins Bett reingehen. Ne, wir machen hier also ganz klassischen Pompadour. Haarfarbe. Ja, also einfach mal dunkelbraun. Man sagt mir immer, ich sei blond. Finde ich ja nicht. Hier so ein Kastanienbraun, das passt. Das ist so richtig 0815. Jetzt haben wir hier ja Castaway, ne? Das ist nicht Mel Gibson, sondern wie heißt nochmal der Schauspieler aus American Hustle? Weiß ich jetzt gerade nicht. Spitzbart, ja, also ich ist mein Lateinlehrer. Revolvermann, ja, sind wir jetzt in der Johann Lafer Gedächtnishalle. Gentleman, Backenschnauzer, kannst du gleich direkt LKW fahren. Alter Kaut, Metzger, Spitzbart, Mannsbild, da kannst du gleich Land führen. Machiavelli, der Kinnflaum, der die Augen. Weißt du, was mich stört? Es gibt ja nicht so einen richtigen. Ach du Scheiße. Da kannst du Croissants essen, wenn du sowas hast. Ja, hier siehst du, die Hälfte sind irgendwelche LKW-Fahrer-Teile. Was mich stört, es gibt keinen so einen richtigen 3-Tages-Bad. Haben sie wahrscheinlich nicht. Entweder oder gar nicht. Das heißt, wir lassen es einfach mal. Ja, ja. Die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen können. Gut. Klappt doch. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Nicht. Ich bin schneller als du. Siehst du? Gehen Sie rüber und probieren. Ich bin schneller. So merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Alle Fähigkeiten? Ich bin the genius. Talk. Wir können uns später unterhalten. Je schneller Sie mit den Tests fertig sind, desto früher können Sie hier raus. Okay, machen wir den Vitomatic Vitalitätstester, also unsere Special Stärke.
passt ihren Wert an, ganz ohne Mogeln. Stärke sagt aus, wie einfach ein Cowboy seinen Sattel und große Schusswaffen tragen kann. Oder wie hilfreich er in einer Kleipenschlägerei ist. Beeinflusst Nahkampf, waffenlos, Gewicht, Inventar, Schaden, Waffeneffektivität. Finde ich jetzt übrigens besser, dass das, wie im Gegensatz zu Fallout 3, dass du direkt siehst, ja, was beeinflusst das. Vorher konntest du es ja nur denken oder Erfahrungswerte halt. Hier weißt du es direkt. Also Nahkampf ist jetzt nicht so wichtig. Waffenlos ist Nahkampf. Gewicht ist natürlich schon und Inventar ist Schaden, Waffeneffektivität ist. Die Dinger sind auch genial. Ja, das ist ein guter Bomben, Bizeps, Kraftbrot, Strandbully, Otto Normalverbraucher. Also ich würde da schon so einen Punkt draufpacken. Tonnenbrust, dürfte schon packen, Leichtgewicht, Wonneproppen, gestrandete Qualle, nasse Null, alle. Nee. Wahrnehmung, ja. Ein aufmerksamer Cowboy weiß immer, ob eine brennende Stange Dynamit in der Nähe ist. Oder sich ein Schurke anschleicht. Einfluss Sprengstoff, Dietrich, Energie, Waffen, Präzision, Kompass, Reichweite. Ja, ist nicht so wichtig. Also sehe ich selbst immer nicht so wichtig, besonders sowas wie Kompass, Reichweite und Präzision. Ist eh Watts. Und Dietrich, ja, das kann man skillen, klar. Und so arg brutal beeinflusst das dann auch nicht. Ah, Leute, Fernrohr. Ja, schielender Molch ist aber. 33 Punkte dürfte aber schon. Also ist jetzt nicht so. Ausdauer. Einen guten Cowboy hält nichts auf. Nicht, wenn er Ausdauer hat. Und einen mächtigen Revolver am Halfter. Beeinflusst du waffenlos Gesundheit, Resistenz, Überleben. Ja. Da packe ich ja normalerweise auch immer so ein. Er hat dann 2 nicht belastbar, dürfte eigentlich schon. Also 3 Punkte. Eigentlich tot. Ja. Oder bei einem Harvey ein Flash-Spiel. Charisma. Das ist eine der wichtigen Dinge. Sie werden feststellen, dass es ein paar Cowboys mit einer Engelstimme und ein Talent fürs Süßholzraspeln gibt. Beeinflusst falschen Sprachebegleiter und Nervenstärke. Ja, Charisma. Ja, ihr wisst ja, wie ich Fallout 3 gespielt habe. Nervenstärke kann ich jetzt so nicht direkt einstellen. Ich weiß nicht, Filmstar, Diplomat, Sektenguru wäre natürlich. Oder auch Merkel. Wir wollen ein vereinigtes Europa. Wäre natürlich schon, aber das brauchen wir nicht. Filmstar, Diplomat. Verdrießlicher Bibliothekar. Menschenfeind. Ist aber auch ein bestimmtes Charisma. Ich glaube eher 7. Intelligenz. Ein cleverer Cowboy kann so gut wie alles vom Aussaugen ihres giftigen Schlangenbisses bis zum Reparieren ihrer gebrochenen Wagenachse. Weil fürs Wissenschaft reparieren Fähigkeitspunkte. Und Medizin, das ist halt, sehe ich immer als relativ wichtig an. Knapp unter Stein. Ja, so ein Stein. Wäre das ja nicht so schlecht. Gemüse, Schwachkopf, Armleuchter, halbwegs kompetent, begabt, Besserwisser, noch Besserwisser, viel Besserwisser. Nein, wir machen Genie. Ist ja Intelligenz, ist für mich immer da, das ist so, da bin ich. Genius. Beweglichkeit. Wenn jemand in einem Duell 6-mal auf seinen Gegner schießen kann, bevor er diese auch nur zieht, liegt das daran, dass dieser jemand sehr beweglich ist. Beeinflusst Schusswaffen, Schleichengeschwindigkeit, Aktionspunkte, Regeneration. Das heißt, sie fürs What habe ich meistens immer so mittleren Wert. Katzengleich dürfte eigentlich ganz okay sein. Manche Leute behaupten, dass sie nicht an Glück glauben. Wenn sie dann aber in einem Duell verlieren, schimpfen sie stets darüber, dass ihr Gegner nur Glück hatte. Alle Fähigkeiten, kritische Treffer, gegnerische Patzer. Ja, Glück habe ich immer gerne. Also, ne. Aber hier so. Also, es passt schon überein. Münzwurf mit 2-mal Kopf. Was, wenn man dann auf Zahl setzt? 21 blättliges Kleeblatt. Koboldswurf. Fuß war nicht Glück, 7 gezinkte Karten reicht schon. Münzwurf, verschüttetes Salz. Nett. Kenne ich nicht, zerbrochener Zigeunerspiegel, 17, 13 Pech, schwarze Karten. Katzen. So, 6, 3, 3, 7, 9, 6, 6. Swakib. Dürfte doch passen. Oh. Sieh mal einer an. Vielleicht waren die Kugeln ja doch gut für ihr Gehirn. Nun.
Wir wissen, dass ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dumm gemacht haben. Ach Quatsch. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Meine Hunde richtig bellen? Willst du mir sagen, ich bin verrückt? Willst du mir sagen, ich bin verrückt? Oder gar aggressiv? Ich doch nicht. Ich bin ganz normal. Und eigentlich schizophren, dass ich zwei verschiedene Gesichter habe. Warum sind wir nackt? In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Tobi, nein. Ah, das erinnert mich an das Let's Play von Tobinator. Weil ihr kennt hier Tobinator und ihr kennt mal FuyuXLPX. Irgendwie heißt der so, ne? Na, mit Hund und. Nein. Ja, nein, wegen des LPs habe ich mich gerade daran erinnert. Hund, ja, Katze, Füttern, Zeitung. Das funktioniert natürlich jetzt nicht, wenn ich die schon kenne. Treten. Abendessen hier. Bin ich ein Chinese? Oder was? Trainieren, nein, Hund, Katze wohl am ehesten. Haus. Wohnen? Zuflucht, Einbrechen, Renovieren, Ziel, Investition, Zerstören. Trifft's wohl mit Zuflucht noch, oder? Ne, Ziel. Nacht. Tag. Lagerfeuer, Traum. Deckmantel, Schlafen, Schatz. Schatz? Es ist Nacht. Guten Tag, Schatz. Nett. Dann wohl er schlafen. Bandit. Gefahr. Bestechen. Zerschmettern. Erstechen. Schweizer Käse. Vaporisieren. Vernünftig. Ja. Erstechen dann wohl, ja. Licht. Hell. Dunkel. Dunkel? Er kommt denn auf so ein Schwachsinn? Licht dunkel. Dicht, Strahl, Blitz, Inspiration, Taschenlampe. Ja, dann wohl eher, dicht? Taschenlampe. Mutter. Vater? Kriegst du der Gene, Fürsorge, Wutanfall, Tratsch, wer weiß, bitte auch menschlicher Schild. Ja, dann wohl er Gene, ne? Passt wohl noch am ehesten. Mutter, Gene, klar. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Ja, eigentlich versuche ich schon, mal Konflikte zu vermeiden, so. Im Normalfall sage ich dann immer, ja, okay. Weil ich mir meistens, eher habe ich das Gefühl, die meisten Leute, mit denen ich rede, wo eine Diskussion anfängt, denke ich mir, das bringt eh nichts zu diskutieren, weil wenn man dann ein normales Argument bringt, dann sagen die, ja, aber der Bayer ist ein Kommerzverein. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Anders ausgedrückt, ich will normalerweise keine Unterstützung anderer. Ich will meistens autonom handeln. Sag ich mal, normal trifft zu dann eher. Ich möchte immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Klar, YouTube Money. Und Safe. Safe. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Webcam. Ja. Nein. Eigentlich eher nicht. Überhaupt nicht. Ja, man will schon irgendwie immer ein bisschen im Mittelpunkt stehen, aber jetzt. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Ja, ich bin konservativ. Christ! Nein, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen, weil manchmal sage ich mir, ja, System, was funktioniert, soll man so belassen, würde ich jetzt nicht immer sagen. Aber muss schon gute Argumente haben, also, aber dann kann ich mich ja überzeugen lassen, also nicht. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Ich versuche mal, mehrere Möglichkeiten zu überdenken. Wir haben es fast geschafft.
Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Das ist, wenn ich so ein Papier, ein Stück Papier, was so angefeuchtet ist, damit Farbe da drauf mache. Zerbrochene Kette? Nee. Chemische Reaktion? Ich studiere Chemie, das sieht ein bisschen anders aus. Schatten in einem Türraum. Nässende Wunde? Ja, das passt. Gut. Was ist damit? Eine schwarze auf dem Felsen. Sehr kostbares Kunstwerk. Etwas Technisches. Ein Schiff auf dem Meer. Wenn man den Kopf dreht, ja, ja. Ist peinlich zu sagen, wonach es aussieht. Nein, danach sieht das aber nicht aus. Ein Schiff auf dem Meer. Etwas Technisches aus dem Weltraumzeitalter. Nee. Schiff auf dem Meer. Und das letzte. Wow. Das ist eine Atomexplosion. Oder zwei Bären. Licht in der Dunkelheit. Ein Atompilz, okay. Okay. Ein Kopf auf dem Kissen. Was ist das für ein Kopf? Kopf nach dem Atompilz, sie dachte ja. Bärtiger Mann. Ja. Ja. Wenn das die Nase ist. Ich nenne einen Atompilz. Mehr hat sie nicht geschrieben. Wer? Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Ja, das war dann der GOAT. Schleichen, Schusswaffen, wissen. Werde ich schleichen? Schusswaffen? Nee, da bin ich normalerweise nicht. Ja, also Sprache. Wie immer, ne? Wissenschaft, Sprache. Ich weiß, dass man Sprengstoff am Anfang braucht, aber das mache ich dann mal so nicht. Reparieren, Medizin. Feilschen direkt am Anfang könnte vielleicht gut sein. Ah, ich mache Medizin. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Ist das so? Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Ach du doch, Vater war John F. Kennedy, dann ist mein Bruder noch der eine Kennedy, dann bin ich noch mit Martin Luther King verwandt. Ja, hier den Thronprinzen da von Österreich, den kenne ich auch, bin ich auch mit verwandt, das ist schon nicht schon in der Familie. Ja. Auf dem hier Fall nehme ich Wildes Ödland, das ist so genial. Wildes Ödland vereint die bizarrsten und albernsten Elemente des postnuklearen Amerika. Nicht der Wohl für schwache oder humorlose Gemüter. Das ist einfach so genial, diese ganzen 1000 Anspielungen. Bringt zwar nicht direkt was, aber das ist genial. Begabt. Sie sind begabt, aber nicht erfahren. Sie hatten plus 5 auf jede Fertigkeit, aber sie allein minus 10 auf jegliche Erfahrung, die von jetzt an erworben wird. Ja, nee. Irgendwie, nee. Ist scheiße, ne? Ist am Anfang halt gut, aber sonst. Brillenschlange. Ja, ich bin tatsächlich Brillenträger. Während sie eine Brille tragen, haben sie plus 1 Wahrnehmung. Ohne Brille haben sie minus 2. Frühaufsteher. Sie halten plus 2 auf jedes ihrer Special Attribute von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, aber nee. Das ist, ich hasse es so, nachts zu spielen. Gutmütig. Sie sind von Natur aus gutmütig und lösen Probleme lieber mit Krebse und Gewalt. Sie kriegen plus 5 auf Feilschen, Medizin, Reparatur und Wissenschaft und Sprache, aber minus 5 von Energie, Waffen, Sprengstoffe, Schusswaffen und Waffenlos. Nee, weil wir Schusswaffen und Sprengstoffe so gebrauchen können. Das ist das Problem. Ihre Tragekapazität ist um plus 25 Pfund erhöht, aber sie erhalten jedes Mal minus 1 auf alle Tribute, wenn das Gewicht, das sie tragen, unter 160 fällt. Nee. Wenn ihre Gesundheit unter 50% fällt, erhalten sie 10% mehr Schaden, aber sie leiden. Nee. Klaustrophobie.
Sie haben Angst vor geschlossenen Räumen, wahrscheinlich wegen der Mutanten, die dort leben. Immer. Logans Hintertürchen, was? Keiner schickt sie aus alten Teil, denn sie bleiben auf ewig jung und Stufe 30. Sie werden nie wieder abhängig von Medikamenten werden. Und sie werden doppelt so lange wirken. Aber dafür können sie nach 30 Nein. Masse-Stadtklasse. Ruhiger Finger. Achso, sie feuern schon langsam, aber weniger genauer. Ich glaube, ich mache mal ruhiger Finger. In Ordnung, das sollte reichen. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Glaube ich dir, dass du das machst? In der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.